kann ich Ihnen gerade noch mal sagen, wo mein erster Kontakt mit Schokolade kam. Da erinnere ich mich noch relativ gut dran, weil ich da zum ersten Mal einen Panzer gesehen habe, der auf dem Marktplatz fuhr. Dann kam aus dem Panzer herausgeklettert ein Mann, ganz schwarz. Das darf man heute gar nicht mehr sagen, das ist ein Jäger. Ja. Der dann da auf dem Panzer hockte und wahrscheinlich eine Apfelsine aß. Nacht haben wir ja natürlich bei uns gewohnt im Hotel. Und am Morgen bollerte es an die Tür, wie verrückt. Und ich bekam Angst, ich habe geheult. Dann kam meine Mutter hoch und hat dann einen amerikanischen Soldaten reingelassen, der das Hotel durchsucht hat, ob da eventuell noch Nazis oder sonst was waren. Aha. Dann hat er gesehen, dass ich da geweint war und erschrocken war, hat er mich auf den Arm genommen, hat mich am Bauch gekratzt. Ich hatte ja nur ein Nachthemd oder einen Schlafanzug. Und weil das so gedauert hat, dass er mich da so in die Bredouille gebracht hat, dass ich weinen musste, hat er einen anderen Soldaten gesagt, ja, geh mal da runter oder was weiß ich. Ich habe das ja nicht verstanden, es war Englisch. Ne? Dann kam der wieder zurück und hat mir Hershey-Schokolade gegeben. Ja. Okay. Das war also, ich weiß, das Ding habe ich heute noch im Kopf, dieses Äußere von der Schokolade. Und das war mein erster Kontakt zur Schokolade. La Habana, Schokolade vivo, Sangre brota de un chivo, para todos los dios míos, y más aún los demonios, con un alemán cabrón. Sentada en el malecón, el chocolate procedió, del oriente a Guantánamo. Los cantantes laroneando, se acercaron vacilando, cantando de Guantánamo, su trago me envenenó. Chocolate para mí, que no sepan es para ti, chocolate para mí. Cuando yo me desperté, sentado yo me encontré, y atado bien al ras, en las hermanas almeras, me quitaron los grilletes, por fin unas jovenetes, enfermeras de rescate, bellas y de chocolate, pero yo me levanté, seguidamente las dejé. Y me eché a andar cual un caballo